Heute ist der Safer Internet Day und in Zeiten von sich rasend verbreitenden Verschwörungstheorien und gewaltvollen Demos, da scheint das Motto dieses Jahr angebrachter denn je. Fit für Demokratie, stark für Gesellschaft. Aber was heißt das eigentlich? Wie machen wir uns stark für eine Gesellschaft, in der wir leben wollen? Ich habe heute mit unseren Freunden von Bitte Was ein paar Tipps dafür. Heute ist Christian von Bitte Was dabei. Christian, stell dich doch einmal kurz vor. Hallo, mein Name ist Christian Hennecker. Ich arbeite als Referent am Landesmedienzentrum Baden-Württemberg und vertrete heute die Kampagne Bitte Was kommt dann gegen Fake und Hass, die wir im Auftrag des Kultusministeriums durchführen. Mit der Kampagne selbst wollen wir Kinder und Jugendliche motivieren und aktivieren, für die Werte unserer Demokratie und für ein positives gesellschaftliches Miteinander einzutreten. Ich freue mich daher sehr, euch heute am Safer Internet Day gemeinsam mit Handysektor fit für die Demokratie und stark für die Gesellschaft zu machen. Muss man denn jetzt, um fit für Demokratie und stark für Gesellschaft zu sein, jeden Tag Leute ansprechen, auf jeder Demo oder Gegendemo dabei sein und seine ganze Freizeit dem guten Zweck opfern? Wenn es solche Gedanken sind, die dich davon abhalten, dich überhaupt zu engagieren, dann kann dich dieses Video vielleicht beruhigen. Denn auch im Alltag gibt es kleine Dinge, die man tun kann, die einen großen Effekt haben können. Schaut euch diese Kommentare mal an. Man möchte sich eigentlich engagieren und da ist es total nervig, wenn man sich wirklich nicht gehört fühlt. Da kann ich verstehen, dass es einem vielleicht sogar hilft, sich mal mit so einem Kommentar Luft zu machen und dann ist es auch gut so. Wichtig dabei ist nur, dass man fair bleibt und nicht beleidigend wird. Ein weiterer positiver Effekt von solchen Kommentaren kann übrigens sein, dass man Gleichgesinnte findet, sich austauscht und vielleicht gemeinsam was starten kann, zum Beispiel eine Online-Petition zu einem bestimmten Thema. Christian, hast du noch einen Tipp dazu? Eine Demokratie lebt davon, dass sich möglichst viele Menschen an den Debatten beteiligen und ihre Meinung zum Ausdruck bringen. So heißt es in einem unserer kürzlich erschienenen Instagram-Posts mit dem Titel Online aktiv sein und mitreden auf dem Kanal Bitte Was. Wir informieren euch dort nämlich nicht nur zu unseren Schwerpunktthemen Fake und Hass im Internet, sondern zeigen euch auch, wie ihr euch im Sinne der Demokratie beteiligen und mitentscheiden könnt. Schaut euch mal diesen WhatsApp-Gesprächsverlauf an. Auch das kann ich wirklich gut nachvollziehen. Nicht jede oder jeder hat ein Zeitungsabo zu Hause und um 20 Uhr immer die Tagesthemen gucken, naja, da hat man vielleicht auch was anderes vor. Trotzdem verlangen einige Lehrkräfte oder andere Erwachsene, dass auch junge Menschen regelmäßig Nachrichten konsumieren sollen. Und da muss ich sagen, zu Recht. Denn um wirklich an der Gesellschaft teilhaben zu können, muss man eine Art Basiswissen haben. Also wissen, was ist eigentlich gerade so los. Sonst sitzt man irgendwann zu Hause, sieht vor dem Fenster vielleicht eine Demo vorbeilaufen und fragt sich, wofür oder wogegen demonstrieren die eigentlich? Bin ich da auch dafür oder eher dagegen? Nur durch gute Informationen kann man sich wirklich eine Meinung zu gesellschaftlichen Themen bilden. Und Infos, um sich so eine Meinung bilden zu können, die gibt es tatsächlich auch ein bisschen handlicher. Hier sind meine drei Top-Tipps. Tipp Nummer 1, Nachrichten2go auf Spotify. Da gibt es zum Beispiel die Tagesschau in 100 Sekunden, also echt nicht lang, oder Nachrichten vom Deutschlandfunk, die sind auch maximal so 5 Minuten lang, kann man perfekt beim Zähneputzen oder auch im Schulbus hören. Mein Lieblingstipp da ist der Daily Drive auf Spotify, den bekommen Premium-Nutzer, das ist ein Mix aus deiner Lieblingsmusik und immer wieder auch kleinen Nachrichten oder Podcasts. Finde ich total praktisch, zwischendurch zum Hören. Tipp Nummer 2, schnelle Infos auf Instagram. Wenn du sowieso auf Insta unterwegs bist, dann folg doch Seiten wie der Tagesschau, dem SWR oder schau mal, ob es deine regionale Tageszeitung auch auf Instagram gibt. Dann bekommst du beim Scrollen durch deinen Newsfeed auch immer wieder Infopostings mit, ganz ohne, dass es dich Zusatzaufwand kostet. Und mein Tipp Nummer 3 sind extra Apps für Nachrichten. Es gibt zum Beispiel von der Tagesschau eine übersichtliche App und Marius liebt heiß und innig seine SWR-App, denn bei der bekommt er für genau seine Region Infos, kurze Texte, kostet also auch nicht viel Zeit und man hat alle Infos, die man braucht. Also das hier wäre auf jeden Fall eine Nachricht, die bei einigen Menschen für ziemlich viel Aufruhr sorgen könnte und genau deswegen können sich solche Nachrichten auch rasant verbreiten. Aber hier hat jemand schon ganz recht. Stimmt es wirklich? Bevor man sowas weiterschickt, sollte man auf jeden Fall überprüfen, ob solche Infos der Wahrheit entsprechen oder nicht. Das kann man auf wirklich tollen Seiten, die das perfekt recherchieren und aufbereiten. Diese Seiten habe ich euch in der Infobox verlinkt. Noch ein einfacherer Tipp. Wenn man sowas hier sieht, kann man das Ganze auch einfach mal googeln. Denn wenn du dich fragst, stimmt es wirklich, haben das vielleicht sich auch schon andere Leute gefragt. Und dann gibt es bei Google ganz schnell ein Ergebnis dazu, sind es Fake News oder auch nicht. Christian, habt ihr von Bitte Was da vielleicht noch irgendwas dazu? Online zocken und dabei noch etwas über Fake News, Hate Speech und Datensicherheit lernen? Das Escape Room Game Es war einmal im Netz von Bitte Was wird euch begeistern,
denn ihr taucht in eine märchenhafte Welt ein, löst knifflige Rätsel und hält Spielfiguren, die beispielsweise von Cybermobbing-Attacken betroffen sind. So lernt ihr spielerisch damit umzugehen und erfahrt außerdem jede Menge zu den Themen Datenschutz, Fake News und wertschätzender Kommunikation im Internet. Klickt euch direkt rein, denn das Spiel ist bereits unter bitte-was.de verfügbar. Das sind echt krasse Kommentare. Trotzdem haben einige Leute das Gefühl, naja, wenn ich auf Social Media aktiv bin, dann muss ich sowas wohl aushalten können. Meine Ansicht dazu ist, du musst gar nichts, vor allem nicht Hater eine Plattform geben. Deine Social Media Accounts sind deine Party. Du entscheidest, welche Musik da spielt und wer reinkommt. Wenn jemand nur Hate verbreiten will, dann lösch doch solche Kommentare einfach oder blockier die Person. Du bist gerade auf dem Account von einer anderen Person und kannst solche Leute nicht selbst rausschmeißen. Sinnbildlich kannst du aber die Türsteher rufen und solche Kommentare melden. Am besten ist es, wenn es mehrere Leute tun, weil dann prüft Instagram den Sachverhalt bald. Kritik ist natürlich okay, Hass, Beleidigungen oder Drohungen aber nicht. Insta kickt dann erstmal den Kommentar und wirft, wenn sowas öfter vorkommt, auch die Person von der Party, also der Plattform, raus. Das Ganze funktioniert so übrigens auch bei den meisten anderen Social-Media-Plattformen. Kein Bock mehr auf TikTok, weil da so viel Hate ist, kann ich auch nachvollziehen. Und ich finde es erstmal gut, wenn man das für sich bemerkt und sich vielleicht eine Auszeit nimmt. Trotzdem ist es natürlich noch schöner, wenn wir es überall schaffen würden, eine Atmosphäre zu schaffen, in der wir uns alle wohlfühlen können. Dazu kann man zum Beispiel durch den Tipp von vorher auch schon beitragen. Christian, hast du noch irgendeinen Tipp dazu? Schluss mit negativen Vibes im Netz, denn davon gibt es schon mehr als genug. Das findet ihr auch? Dann merkt euch für das zweite Schulhalbjahr schon mal die My Hero und die Komplimente-Rap-Challenge von Bitte Was, Kontern gegen Fake und Hass vor. Auf unserem Instagram-Kanal und unserer Homepage findet ihr anschauliche Beispiele, die zeigen, dass man mit kreativen Zeichnungen und wertschätzenden Rap-Texten ein wichtiges und ausdrucksstarkes Zeichen im Netz setzen kann. Zu den neuen Challenges wird es wieder tolle Workshop-Angebote geben, bei denen euch erfahrene Coaches alles zeigen, was ihr für eine erfolgreiche Teilnahme braucht. Also, macht mit und zeigt, dass ihr euch gegen Fake und Hass engagiert. Vielen Dank, lieber Christian, für deine Vorschläge. Das waren unsere Tipps zum Safer Internet Day 2022. Was machst du denn, um fit für Demokratie und stark für Gesellschaft zu sein? Schreib es uns gerne in die Kommentare oder verlink uns auf deine Ideen und Tipps @handysektor und @bittewas. Wir freuen uns und bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal.